Wir werden siegen. Sehr gut. So, jetzt würde ich sagen, wie kommen wir da am gescheitesten durch, ohne dass wir viel kämpfen müssen? Vielleicht am Rand so ein bisschen gehen? Das wäre eine Möglichkeit, wobei die Gegner auch nicht wirklich viel aushalten. Ja, stimmt. Ein bisschen EP ist es ja auch. Ja, stimmt. Früher hat man das wirklich machen müssen, so. Da, wenn man so oft da stirbt, das wird einfach nur entnervt. Wird man einfach nur entnervt da. Ja, das stimmt. Ich heb fast gar keine Idioms mehr auf, weil die eh nur Schrott droppen. Später wird's erst interessant. Das haben wir's gleich. Ach Mensch, die sehen echt verdammt gut. Ach, guck da an, ich falsches Target in sich hier bekannt. So, jetzt gehen wir da ab und dann haben wir auch schon wieder einiges erledigt. Wir werden siegen. So. Deaktivierung des Turms. Nette Robe, die kein Mensch braucht. Die Robe für die Garderobe. Ich freue mich ja auch schon auf die Kopfbedeckung, ne? Die man bekommt. Ich finde Org und Kopfbedeckung sieht generell immer cool aus. Das stimmt. Überhaupt diesen Anglerhut, mit dem ich immer zu haben. So, jetzt haben wir auf dem Weg eh noch einiges abzugeben. Wobei man auch sagen muss, wenn man jetzt einen Level 85 hat, einen guten Gildenruf hat, kann man auch den Kopf und den Rücken kaufen. Also und den kann man, soweit ich weiß, sogar bis 85 benutzen, ne? Die beiden Sachen kann man bis 85 benutzen. Das ist super. Aber Leute, wir haben wenigstens diese Erbstücke bis 80 und die 5 Level müssen wir dann hart durchziehen, aber das schaffen wir auch schon. Das stellt keinerlei Problem dar. Nee, man muss das einfach nur mit Geduld und ein bisschen Zeit reinlegen und dann passt das schon. Früher wäre es natürlich viel anstrengender gewesen mit dem jetzigen PC, Leute, passt das schon. Weil auch die Renderzeit viel geringer ist, viel geringer sogar. Anaria Shola. Die Gerechtigkeit wird obsiegen. So. Jorelara. Und Level 10. Herzlichen Glückwunsch. Ich würde erstmal auf die Herrschaft skillen, ne, fürs PvE. Ja, das könntest du durchaus machen, weil auch in die Inis ist das nicht schlecht. Mit 30 holst du den Dual-Spec und das ist dann vollkommen in Ordnung. Genau. Und der Dual-Spec kostet sogar jetzt, glaube ich, 100 Gold nur noch, ne? Ganz genau. Früher hat er ja 1000 kostet. So, die Herrschaft und was nehmen wir da? Erhöht die Treffchance von fast um 5%. Also kritische Treffchance, okay. Dann erhöht den Angriffsbonus oder der Fähigkeit Aspekt des Falken um 10%, sind dadurch die Fähigkeit bla 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 bla. Was haben wir da? Ich würde schon fast sagen, Leute, dass man erstmal das killt, weil Aspekt des Falken wird, wie ist, ich weiß jetzt gar nicht, bekomme ich in dem Bald den Aspekt des Falken? Es ist sehr schwer zum sagen. Wie gesagt, ich habe den Jäger leider nicht so richtig hochgespielt. Überhaupt jetzt, mein Jäger liegt seit 2-3 Jahren auf Eis. Und darum ist es sehr schwer zum sagen, wann du es jetzt wirklich bekommst. Ja, früher hat man den eigentlich schon gehabt, ne, mit dem Level eigentlich. Theoretisch gesehen, ja. Hm. Was bewirkt das noch schnell? Erhöht die kritische Trefferchance vom Fass. Ach Mensch, komm, wir skillen erstmal eins mit der Natur. Man kann ja später immer noch umskillen, wenn es wirklich überhaupt nicht passen sollte. Aber ich glaube,
Der Talentbaum ist eh schon so klein und gering geworden, dass man sich wirklich nicht mehr großartig verskillen kann eigentlich. Das stimmt, ganz genau. Im Gegensatz zu früher ist es wesentlich kleiner und es gibt nur manche Dinge, die Geschmackssachen sind, beziehungsweise Skillpunkte, die man nur mitskillt, damit man zu den besseren Talente kommt. Ganz genau. Willst du jetzt der eigensinnige Lehrling abgeben oder die Troll, nee, dann würde ich sagen eigensinniger Lehrling und dann erst zum Schluss das, weil das ist sogar beides eine Quest eigentlich. Amania Übergriff und Otembes Hammer. Wir hätten eigentlich bei der Zuflucht bleiben können und Otembes Hammer machen, oder? Theoretisch. Willst du nochmal zurück? Es ist wahrscheinlich gescheiter. Ja. Ich glaube, der ist sogar Elite, ne? Früher war das zumindest. Schauen wir mal, wie er jetzt ist. Ich hoffe es doch. Ob er seinen Status verloren hat oder ob er sich bestätigen konnte. Ich hoffe doch. Das war schon immer ganz witzig, ne? Wobei ja mit Erbstücken war er so, und also alleine mit Erbstücken und solo gelevelt hat, muss ich sagen, war jetzt auch nicht gerade das große Problem. Deswegen hoffe ich doch fast, dass es noch drauf hat. Also dass es drauf hat, weil so drauf hat es auch wieder nicht früher. Zumindest mit Erbstücken. Ohne Erbstücken war er doch hart im Nehmen. Ich habe kein Ziel. So, der ist gleich der erste Troll. So, was gibt's da? Das sind alles Tiere. Humanoiden aufspüren, das wäre natürlich noch geil. Das wäre jetzt für diese Quest optimal. Ja. Perfekt, da ist auch schon das Lager der Trolle. Und jetzt wird er abgerechnet mit denen. Auf jeden Fall. Da gibt's nichts zu rütteln. Da steht er eh schon. Der Speermacher auf dem. Ach so, dann ist es da gar nicht der, den ich gemeint habe. Da war er auf der anderen Insel. Ganz genau. Die schaut nämlich fast ident aus, nämlich von der Aufbau her. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Da ist auch eine Quest. Ich glaube, der gibt uns die Quest für den Elite. Was ihr wolle. Ja, das stimmt. Da in die Zelte sind auch noch ein paar. Okay. Was brauchen wir eigentlich alles noch? Zwei Stück von jeweils. Ne, drei von dem sogar. So. Perfekt. Aber eine Gilde wäre wirklich nicht schlecht. Ich werde, wie gesagt, ein paar Gilden anschreiben und mal schauen, wo wir dann wirklich reinkommen. Mhm. Vor allem der Wappenrock ist gut, ne? Also bei den meisten Gilden. Weil das rote Teil da oben sieht ja wirklich nicht gut aus. So, von denen haben wir eigentlich alle, ne? Es fehlt eigentlich nur mehr ein Berserker.
Den finden wir aber auch, wenn wir direkt jetzt rübergehen und den Kopf vom Häuptling Zul'Marosh holen. Ganz genau, das ist auch eine eigene Trollinsel. Da gibt es auch genug Berserker. Da müssen wir jetzt ein bisschen im Toilettenwasser rumschwimmen. Schlürf, schlürf. Augen zu und durchschlüpfen. Naja, okay, wir sind ja auf Lande, also war das jetzt voll sinnlos. Da ist der letzte Berserker. So. Ja, jetzt müssen wir uns eigentlich durchkämpfen. Das ist noch so ein... Achso, nee, der war früher auch mal rar. Ah, ist er noch immer? Passt doch, dann erledigen wir den. Die droppen manchmal nette Dinge. Ja, guck einer an. Leder mit einer Beweglichkeit. Dort mache ich gleich mal Nied drauf. Und das Schwert, das kannst du dir schenken. So, und zack. Oh, und dann haben wir eine fast schon rote Lederhose. Wäre sie in Latex, würde ich sagen, er will ein Porno drehen. Ich will reinziehen. So. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Okay, wo ist denn der Typ? Achso, der ist da oben. Der ist ganz oben. Hoffentlich ist er Elite. Nein, no, ist nicht mehr Elite, wie schade. Ach Mensch. Also hätte ich keinen Accountbogen mehr, hätte ich jetzt voll auf die Waffe zurückgriffen. Aber braucht ja kein Mensch. Hast die Rolle aufgehoben? Also den Kopf meine ich, nicht die Rolle. Ja, den Kopf habe ich in den da. Okay, passt. Ich trage ihn immer unter den Arm. Trommelst du auch auf deinen Kopf? Manchmal, aber nur wenn er weh tut. Oh. So, dann gehen wir die Quest gleich ab, das mit dem Kopf. Aspekt des Geobaden wäre echt geil, ein bisschen schneller unterwegs zu sein. Das kommt ja noch, das kommt ja noch. Jo. Habe ich mir jetzt einiges abzugeben, wenn ich so auf die Karte schon überall Fragezeichen. Da waren wir ganz schön fleißig. Auf jeden Fall. So, und da vorne können wir auch schon abgeben und das war es dann auch und dann geben wir noch den Rest ab. Und ja, dann hab ich mal überlegt, dass wir vielleicht eine kleine Aufnahmepause machen. Und mal schauen, ob wir dann noch weiter heute aufnehmen oder eben nicht. Ein bisschen absprechen noch in der Aufnahmepause. Und aber ich denke mal, das Material, was wir jetzt haben, ist schon wirklich okay für die nächsten paar Tage, aber
Wenn die Lust noch da ist, nehmen wir natürlich weiter auf, ne? Das ist ja ganz klar. Natürlich. Das werden wir dann schon machen und abwägen, ob das heute noch einen Sinn macht. Natürlich. So, warte, wir müssen eh, glaube ich, in die Richtung. Ach Mensch, das ist ja auch ein...